Dieses Video wird präsentiert von Alexander Zug, Ihr verwöhnt Friseur in Echterdingen. Buchen Sie Ihren Termin einfach online unter www.alexanderzug.de. Wir möchten einen kleinen Spaziergang an den Ulbergturm machen. Der Ulbergturm befindet sich in Filderstadt-Plattenhardt. Man fährt mit dem Auto von Filderstadt-Plattenhardt Richtung Ortsausgang Waldenburg. Dort ist ein Parkplatz ausgeschildert. Am Parkplatz angekommen finden wir eine Wanderkarte, die beschriftet ist mit diversen Wanderungen und Entfernungen. Wir möchten aber nur an den Ulbergturm und laufen einfach in den Wald. Wir laufen gemütlich eine knappe halbe Stunde und kommen am Ulbergturm an. Der Ulbergturm ist ein Aussichtsturm, der samstags, sonntags und feiertags von 11 Uhr bis ca. 17 Uhr geöffnet ist. Er wird bewirtet durch den Alpverein. Wenn man auf den Turm gehen möchte und nicht beim Alpverein Mitglied ist, kostet das 50 Cent. Oben auf dem Ulbergturm angekommen, hat man eine wunderbare Rundumsicht. Auf Schildern ist dargestellt, was man sieht. Was wir ganz lustig fanden, man kann sich Grillgut in Form von Würstchen kaufen. Diese sind roh und man grillt diese dann an einer gemeinsamen großen Grillstelle mit den anderen Besuchern.